Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie der kleine Imperator. So schaut's aus. Yay, und wir sagen schon mal alles Gute zu Weihnachten, weil das ist ja unser kleines Weihnachts-Special hier und wird auch direkt an Weihnachten hochgeladen. Ho, ho, ho. Ja, und wir haben uns jetzt was überlegt. Wir machen das gerade ein bisschen tricky. Wir sind hier gerade am Skypen. Er hat Audacity, nimmt seine Tonspur auf. Ich habe Audacity und nehme meine Tonspur auf. Jetzt nehmen wir unsere Tonspuren auf. Und wir möchten gerne über etwas laben. Laben. Über die Geschenke laben. Nein, über etwas labern, wie ihr in der Unterschrift auch schon sehen könnt. Über Spendenaktionen zu Weihnachten. Ja, genau. Ob das Sinn macht oder das unnötig ist und sowas. Und ich fange jetzt einfach mal so richtig schön an. Im Hintergrund laufen die Videos, bla bla bla. Haus mal raus, deine Meinung. Ich bin ja der Meinung, Spendenaktion, ja, sollte man auf jeden Fall mindestens einmal machen. Da muss man natürlich auch noch rausgucken, wohin man spendet und welche Firma dahinter steht, sag ich jetzt einfach mal, weil es gibt auch manchmal, wo du denkst, okay, ich spende da jetzt 50 Euro, 10 Euro kommen dann dort an, wo es eigentlich hin sollte. Muss man auch gucken, welche da seriöser sind. Ich bin der Meinung, Spendenaktion zu Weihnachten ist total sinnlos, weil die Menschen nicht nur zur Weihnachtszeit Hunger haben und ein Dach über den Kopf brauchen, sondern die brauchen das ganze Jahr über was zu essen und ein Dach über den Kopf. Dazu muss es nicht nur die Weihnachtszeit geben, weißt du? In dem Punkt gebe ich dir recht. Aber ist es nicht so, dass die Leute, die an Weihnachten spenden, andernfalls überhaupt nicht spenden würden? Also man könnte ja jetzt sagen, einmal im Jahr spenden ist immer noch tausendmal besser als gar nicht spenden, oder nicht? Das ist richtig. Ich habe ja gesagt, einmal im Jahr sollte man auch ruhig spenden. Aber warum muss es immer dann ausgerechnet zur Weihnachtszeit? Weil ich sag mal, zu Weihnachten hat man eigentlich noch weniger Geld als sonst, wenn man es eigentlich rein logisch betrachtet. Stimmt. Wenn man die ganzen Geschenke noch kaufen muss und sowas. Und dann wartet man doch lieber ab, bis man so ein bisschen flüssiger ist. Dann schickt man nicht 50 Euro oder sowas, sondern kann man auch mal 100 Euro, 150 Euro mal festwenden und sagen, so, das spende ich jetzt mal, wenn man wirklich mal ein bisschen flüssiger ist. Zur Weihnachtszeit, da hast du ja kaum Geld. Gut, da kriegst du Weihnachtsgeld, wenn du halt bei einer Firma arbeitest, die ja auch Weihnachtsgeld verteilt. Mhm. Aber will man das nicht dann lieber für was ausgeben, was man sich dann lieber schon mal seit langem holen wollte? Weißt du? Ich denke mal, der Punkt ist halt der, dass Weihnachten ist so ein bisschen die Zeit, wo alles ein bisschen ruhiger wird und man wird auch vielleicht nachdenklicher. Der eine oder andere zumindest. Und ja, man wird auch beschallt von irgendwelchen Werbungen im Fernsehen und sieht dann das Leid der Kinder und wie viel Elend es auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, dass doch der ein oder andere ein schlechtes Gewissen hat und deswegen spendet. Aber das ist halt traurig, weißt du, wenn du so überlegst, habe ich manchmal das Gefühl, das machen die Leute im Endeffekt jetzt nur, um halt dieses Jahr nochmal irgendwas Gutes gemacht zu haben. Genau. Noch irgendwas, ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ja, um noch irgendwie was sagen zu können. Ach, das habe ich gemacht. Ich hab da Geld hingeschickt und sowas. Und das finde ich immer so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Deswegen bin ich da ein bisschen immer zwiespaltig. Ich habe das schon ein paar Mal öfters gemacht. Ich habe schon öfters mal auch im Sommer oder sowas, habe ich mal ein paar Spendenaktionen mitgemacht. Wie gesagt, ich bin da mal ein bisschen vorsichtiger, weil du halt wirklich nie weißt, wem du es in den Rachen schmeißt und hast nicht gesehen. Und es ist halt auch tragisch, wie diese Spendenaufrufe das ausnutzen, auch wirklich zur Weihnachtszeit, weißt du? Dass sie das wirklich dann sagen, oh, jetzt, wo kalt ist und sowas und die Leute, wie du schon sagst, nachdenklicher werden, jetzt hauen wir schlimme Bilder raus. Das ist doch scheiße. Das zerstört doch einen auch komplett irgendwie die ganze Freude auf alles. Weiß ich nicht.
Was ich aber mal sagen muss, was ich jetzt mal ganz cool fand, was ich letztens mitbekommen habe, das ging um LPT-Show, ich weiß nicht, ob ihr das guckt, hier Let's Play Together mit Rumpel, Sarraza und Gronkh. Und da muss ich sagen, da hat der Sarraza mal was richtig Cooles gesagt in der Art und Weise. Und zwar hat er gesagt, hört auf, uns was zu schicken, uns unnötigen Süßkram zu schicken, den wir gar nicht essen, sondern spendet die Sache doch einfach mal. Nimmt das Geld doch einfach und spendet. Und das fand ich schon recht nice zu dieser, zu dieser Aussage. Also, weil die meisten machen das ja jetzt in dem auch nicht. Also wenn ich jetzt die anderen YouTuber, und die werden damit Bomben, Briefbomben und sowas zugeschmissen und schickt ruhig alles her und sowas. Wirklich dann mal jemand da rauskommt und sagt, hier schickt es doch lieber zu Waisenhäusern und sowas, das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz nice, die Aktion. Hat mich schon irgendwo gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist echt, das ist eine edle Geste, muss man wirklich sagen. Ja. Was ich in dem Zusammenhang auch immer sehr kurios empfinde, es gibt ja viele so Reiche wie jetzt Bill Gates oder Warren Buffett, und weiß da gar nicht noch wer alles, und die spenden ja wirklich Milliarden, also die haben teilweise spenden ja die Hälfte ihres Vermögens. Aber was ich dann immer nicht nachvollziehen kann, es gibt so viele Menschen in der Bevölkerung, die diesen Leuten dann vorwerfen, ja, sie würden das ja nur tun, um ihr Gewissen zu beruhigen, oder sie würden das tun, um Steuern zu sparen. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich unfair, weil auch wenn ich aber meinetwegen 50 Milliarden auf dem Konto habe, die Hälfte davon abzugeben. Also das finde ich wirklich, das ist eine sehr edle Geste, und das muss einem erstmal einer nachmachen. Also das, da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum da so viele Menschen nur Kritik übrig haben. Mal ganz ehrlich, wenn 50 Millionen, da würde ich doch nicht fragen, aus welchen Gründen er das gemacht hat, sondern einfach sagen, ja super, 50 Millionen Euro. Es sind sogar Milliarden, Chico, Milliarden. Ja. Milliarden, Leute. Mhm. Und dann muss man, das ist mir auch so egal, aus welchen Gründen, ob es jetzt Steuersenkung oder zum Angeben oder zur eigenen Publikheit sein soll, damit man besser im Rampenlicht steht. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt in dem Moment irgendwie mir scheißegal. Geld ist Geld. Wo es herkommt, ist dann eigentlich auch egal. Solange es nicht irgendwie aus illegalen Geschäften oder Drogenhandel kommt. Ja, aus welchen Gründen halt, das sag ich jetzt mal. Aus welchen Gründen es kommt, ist doch egal. Wenn er sagt, hier, okay, hier 50 Milliarden. Her damit? Ist doch scheißegal. Oder würdet ihr euch jetzt irgendwie beschweren, wenn jemand zu euch kommen würde, 50 Milliarden hier, bitteschön. Würde sich auch keiner beschweren. Glaube ich aber nicht. Keine Ahnung, ja, das ist so diese Spendenaktion, so zu Weihnachtszeiten, sowas. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass immer dann damit rumgeprallt wird und sowas, damit rumgeschmissen wird. Aber was ich auch noch hasse, dass es jetzt ein bisschen anders rübergeht, nicht nur die Werbung zu den Spendenaktionen, sondern jedes Jahr beginnt von 9 ab einem bestimmten Datum fangen die ganzen Spielzeugwerbungen an. Das hasse ich auch wie die Pest. Weil du hast dann so alte Spiele und sowas, die du vor 2 Jahren schon da beworben hast, bewirbst jetzt wieder. Was ich ja immer total seltsam finde, wenn du dir mal so kurz Super RTL oder sowas anguckst oder Nickelodeon, die nutzen diesen Hype um die ganzen Tablets und iPads und weiß der Geier was aus und entwickeln dann so komische Tablets aus Plastik für Kinder, die totaler Rotz sind, also die wirklich grottenschlechte Auflösung und also wirklich gar keine Features bieten, keine Apps haben, nichts. Und verkaufen diese Dinger dann für 200-300 Euro, ziehen den Eltern das Geld aus der Tasche, nur weil der kleine Sohnemann oder die kleine Tochter auch ein tolles iPad haben will wie die Mama. Aber das ist eigentlich so eine Kundenverarsche. Na gut, wahrscheinlich würde das Kind auch von einem anderen iPad dann zufrieden geben. Ich glaube, das einzige Problem dahinter ist nur, dass dann halt eine Figur ihrer Lieblingssendung darauf dann halt abgebildet ist und deswegen halt unbedingt das sein muss. Und naja, es sind halt Kinder. Ich sag mal, wenn das Ding dann, wenn es wirklich so eine scheiß Qualität hat, wäre, und es würde halt für 150 Euro halt angeboten werden oder sowas, dann würde ich sagen, okay, für das Kind, wenn es halt noch so jung ist, passt das schon. Aber so 200, 300 Euro, das wäre mir auch zu viel, ganz ehrlich.
Ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde zum Kind sagen, nee, das gibt's jetzt erstmal nicht. Hat der Weihnachtsmann nicht auf Lager. In 5 Jahren kriegst du ein richtiges Tablet und damit kannst du auch was anfangen. Ach du Nee, keine Scheiße. Ahnung. Also, wo wir gerade auf den Weihnachtsmann kommen, wie war es eigentlich bei dir damals, wenn als du noch jung warst, zu der Bescherungszeit? Wie ist denn das bei euch dann so abgelaufen? Meinst du jetzt Weihnachtsmann oder Bescherung? Weil bei uns ist es ja, also in Bayern sind es ja zwei getrennte Sachen. Ich glaube auch generell in Deutschland. In Ja, du Amerika hast zu kommt ja Weihnachtszeit immer. am 25. morgens kommt ja der Santa Claus und bringt die Geschenke. Und in Deutschland ist es ja der Nikolaus, der am 6. Dezember kommt. Und am 24. kommt ja das Christkind. Weihnachtsmann. Ah ja, schau her, da sind schon Unterschiede zwischen Bayern und Hessen. Interessant. Okay. Also das Nee, ist. also Jesus Christus ist ja eigentlich nur halt so eine komische Nebenfigur, aber der Weihnachtsmann ist ja der Typ, der. Oder kennst du nicht Weihnachtsmann und Co. KG? Ja, sicher, aber das ist ja alles amerikanisch geprägt. Ja, okay, gut, das ist richtig. Also in den katholischen Bundesländern, sage ich jetzt mal, wo ja Bayern leider Gottes eindeutig dazugehört, ist es so Tradition, dass am 24. Dezember das Christkind die Geschenke bringt und nicht der Weihnachtsmann. Ja, aber wie war das denn jetzt bei euch so in der Art und Weise? Nun ja, also es gibt halt immer, der Weihnachtsbaum wurde immer an dem Tag aufgestellt, am 24. Und als ich und meine Geschwister noch klein waren, wurden wir immer zur Schule gefahren, weil da nämlich so eine Betreuung stattfand von irgendwelchen Eltern. Und da konnte man dann in der Turnhalle spielen. Und währenddessen haben dann meine Eltern den Weihnachtsbaum aufgebaut und geschmückt und das ganze Haus geschmückt und haben die Geschenke unterm Baum platziert. Und dann nach ein paar Stunden, was einem vorkommt wie eine halbe Ewigkeit als Kind, wurden wir dann abgeholt. Und ja, dann hieß es, schaut her, das Christkind war da und hat eure Geschenke überbracht. Ja, und bis zum gewissen Alter hat man das natürlich auch noch geglaubt. Ja. Also bei uns war das so, das weiß ich noch, das war auf einem Video auch so. Da waren wir halt, da waren wir auch richtig klein, ich und meine Schwester. Da war halt der Weihnachtsmann da in Form unseres Onkels und da hat meine Mutter anscheinend, da hat meine Mutter halt gesagt, ach Peter, jetzt hast du das und das vergessen. Und der hat okay, ihr noch so auf die Schultern gehauen. Aber ich und meine Schwester waren zum Glück in dem Moment noch ein bisschen beschäftigt. Und bei uns war der Weihnachtsmann so in der Art und Weise zweimal da. Also zweimal haben wir den halt so gesehen in der Art und Weise. Danach ging es eigentlich im Endeffekt nur noch, ja, wir sind dann zur Kirche gegangen. Ich, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater hat dann immer alles vorbereitet, hat so getan, als wenn er schlafen würde. Und dann, wenn wir nach Hause kamen, war auch der Weihnachtsbaum halt ja, mit den Geschenken überhäuft. Irgendwann fing es dann an, dass sich meine Schwester gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr drauf, wir wollen nicht mehr zur Kirche. Voll langweilig da. Und ja, dann haben wir halt zu Hause, dann sind wir halt spazieren gegangen, haben uns hingesetzt, dann haben wir gegessen. Das war die schlimmste Zeit nach dem Essen, weil meine Eltern haben beide dann noch geraucht in der Küche. Und ich und meine Schwester saßen da, oh, hoffentlich ist jetzt bald mal mit dieser scheiß Zigarette fertig. Wir wollten unbedingt in diesem Wohnzimmer gehen und das Geschenk auspacken. Ja, und jetzt ist seit ein, 2 Jahren ist es jetzt so, da braucht das jetzt eigentlich nur noch zu Hause sitzen und zocken. Und irgendwann kommt das mal, wenn wir sagen, so, jetzt lass uns mal die Geschenke verteilen. Aber dieses Jahr haben wir gesagt, schenken wir uns nichts mehr, das ist nicht mehr so der Brauch bei uns. Weil, ja, ist nicht mehr so nötig irgendwie. Es verändert sich, die Wünsche verändern sich einfach zu sehr, wenn man dann erwachsen wird. Ja, der Zauber geht so ein bisschen verloren, weil man weiß ja, die Geschenke sind ja auch nur gekauft von dem anderen. Ja, das ist noch nicht mal das Problem. Also, ja, gut, das schon, aber das ist einfach, da hast du früher immer gesagt, ich wünsche mir halt das und das. Dann hast du halt dich darauf gefreut, ja, jetzt kriege ich das endlich. Aber jetzt, wenn du halt selber Geld verdienst und sowas, und du kannst Genau. es halt selber kaufen, dann ist der Reiz Weihnachten irgendwie so, es ist eigentlich dann nur ein normaler Tag irgendwie. Das, Also keine für mich Ahnung. ist schon immer noch ein sehr besonderer Tag, aber es ist nicht mehr so, man sitzt nicht mehr freudestrahlend und ist der glücklichste Mensch auf Erden, wenn man vor dem Weihnachtsbaum sitzt als kleines Kind. Also so ist nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich freue mich immer noch jedes Jahr auf Weihnachten, weil es ist schon irgendwie, ich genieße das immer, es ist eine schöne Zeit, finde ich. Weil man sitzt zusammen mit seiner Familie im Wohnzimmer. Und bei meinen Eltern ist halt immer sehr schön, weil die haben auch einen Kamin und dann wird eingeheizt im Holzofen. Und
überall brennt, also der Christbaum brennt und dann brennen überall Kerzen und es ist halt eine total die schöne Stimmung im Haus. Und es ist halt auch ein Tag, wo wir uns eigentlich nie streiten, weil da ist immer jeder so ein bisschen harmoniesüchtig. Und das finde ich eigentlich schon immer ganz schön, also das ist immer eine sehr schöne Atmosphäre dann bei uns zu Hause. Ja gut, das sollte auch so sein. Ja. Was ich aber immer so traurig finde, und da kann ich mich leider nicht mal von freisprechen, weil es ist ja bei mir genau das Gleiche. Ich finde es halt schade, dass man einen bestimmten Anlass braucht, dass sich mal die Familie trifft und zusammen einfach mal im Wohnzimmer nur sitzt. Ich finde es immer schade, dass jeder immer einen Grund dafür braucht. Das Problem ist, ich kann mich ja selber nicht mehr davon freisprechen, ich mache es ja auch nicht anders. Ja gut, aber du siehst ja deine Eltern nicht nur an Weihnachten, oder? Nee, das nicht, nee, aber ich sag mal, ich bleibe halt, ich komme da so nachmittags, gehe ich hin, sag ich mal 2, 3 Uhr, dann schmücken wir halt zusammen den Baum, es ist einfach so eine Tradition, die ist ewig schon gehalten und da möchte man auch irgendwie noch weiterhin dran festhalten und dann bleibe ich da bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts und dann fahre ich erst nach Hause, da werde ich ab und zu mal dahin fahren, morgens früh frühstücken, 12 Uhr, so sonntags, dann bin ich um 2, 3 Uhr schon wieder weg. Und ja, so lange bleibe ich da auch nicht mehr bei den Eltern. Deswegen, es ist einfach komisch, dass da irgendwie ein Grund dafür sein muss, dass man sich einfach immer trifft. Das ist traurig. Hm. Naja, ich sehe es nicht so hart. Ich würde es nur traurig finden, wenn man seine Eltern nur an diesem Tag sieht und das so ein bisschen als Zwang sieht. Aber ja, es ist halt doch irgendwie was Besonderes. Also. Ja, wenn das nicht die andere Möglichkeit ist, ich wohne jetzt in Australien, ja. Und dann hier ist Weihnachtszeit, dann würde ich so schon sagen, auch wegen Weihnachten und sowas, da kriegt man sowieso in der Zeit Urlaub meistens. Genau. Dann kannst du auch mal hinfahren zu den Eltern, das ist was anderes, aber wenn man wirklich seinen Eltern die Möglichkeit hat, jeden Tag zu sehen, weiß nicht, ob man dann unbedingt einen Grund braucht, sich jetzt unbedingt da mal so zu treffen. Kann aber man kann so ja nicht jedes Treffen so besonders gestalten wie an Weihnachten, weil man. Das ist richtig, ja. Es lässt sich halt nicht abstreiten, dass Weihnachten halt doch nur irgendwie einen besonderen Reiz auf die Menschen ausübt. Und das kannst du nicht jedes Wochenende herbeizaubern, das geht einfach nicht. Das ist richtig, ja. Ach ja, Weihnachtszeit. Ich find's ja nur komisch, dass immer noch kein Schnee liegt. Also wir haben heute den 10.12., wir produzieren ja vor, 10.12. haben wir heute. Und es liegt immer noch kein Schnee draußen. Wie ist bei euch? Ja, also hier in Bayern hat es letzte Woche richtig viel geschneit, aber der ist mittlerweile auch schon wieder komplett verschwunden. Traurig, ja. Einfach nur traurig. Aber hier in den Bergen, in den Alpen, da liegt schon ordentlich Schnee. Also, die Leute in Südbayern haben, also im südlichsten Zipfel von Bayern, die haben Glück, bei denen liegt richtig viel Schnee. Also bei Bayern kann ich mir auch ein bisschen mehr vorstellen, ne? Hügel und sowas. Ja. Berge bei den sieben Zwergen und so. Ah. Nee. Ja, mal abwarten. Ich hoffe, es wird nicht wieder so ein sommerliches Weihnachten wie im letzten Jahr, weil das war ja wirklich. Naja. Wir hatten aber längeres Sommerweihnachten, also Weihnachtssommer. Das war echt. Hat sich ja irgendwo wieder ausgeglichen. Okay, Leute, das soll es, glaube ich, jetzt gewesen sein. Unsere Meinung zur Spendenaktion habt ihr gehört. Unsere Abneigung zu Spielzeugwerbung habt ihr gehört. Und wie es bei uns damals war, wie wir Weihnachten gefeiert haben, habt ihr auch gehört. Ihr könnt ja mal sagen, wie läuft das bei euch so ab? Was haltet ihr von Spendenaktionen und von den ganzen Werbungsgeschissen, die dann urplötzlich laufen? Und von den ganzen beschissenen Weihnachten. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich noch. Ihr könnt jetzt noch sich darüber aufregen, wann die Geschäfte anfangen mit Weihnachtsdekorationen und sowas. Natürlich auch manchmal, das kostet uns noch ein anderes Thema. Im Oktober. Ich glaube, ich hatte den St. Nikolaus schon irgendwo in April kriegen können oder so. Ich habe keine Ahnung. Na ja, gut, ich hoffe, die Weihnachtsstimmung funktioniert bei euch. Wir wünschen euch alles Gute zu Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Und stresst euch ja nicht zu rum. Tolle Weihnachten auch von meiner Seite und Merry Christmas. Ach, Englisch. Und hoffentlich liegt eine Xbox One unterm Weihnachtsbaum. Oder eine PlayStation 4. Oder eine Wii U. Ciao. Ciao. Wird gesichert.
Wir werden beherrscht. Diese Positionen einnehmen. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Alpha wird gesichert. A gesichert. Feindliche Vorräte unterwegs. Wir verlieren Alpha. Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Der Sieg ist nah, jetzt nicht nachlassen. Wir verlieren Bravo. Spionageflugzeug hält sich bereit. Unser Spionageflugzeug ist in der Luft. Wir verlieren B. Mission ausgeführt. Gut gemacht.